Video möchte ich dir erklären, wie du so editieren kannst, ohne Makro und ohne unerlaubten Hack. Und wie du so editieren kannst in normalen Battles, also nicht nur um zu flexen, sondern auch wirklich in normalen Battles viel schneller im Editieren wirst. Falls du das auch möchtest, dann schau das Video unbedingt bis zum Ende hin. Es ist wirklich kurz gehalten und überspringe nichts, da es ansonsten nicht bei dir funktionieren wird. Lasse jetzt ein Like da innerhalb der nächsten 5 Sekunden, wenn du dich das nächste Mal einloggst und genau das sehen willst. Genau du hast die Wahl. Außerdem habe ich mir noch auf einen falschen Account 5000 V-Bucks aufgeladen. Falls du also ein Geschenk haben willst, sei Abonnent und aktiviere die Glocke auf alle und kommentiere so oft es geht deinen Epic-Namen in die Kommentare. Okay, Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall hier auf der Map, auf der ich euch das Ganze zeigen werde und beibringen werde. Für die ganzen Einstellungen, die ich euch gleich zeigen werde, bitte ich euch, das Video zu pausieren und einzeln alles nachzumachen. Danach werdet ihr auf jeden Fall einen großen Unterschied merken zu vorher. Für die Leute, die sagen, du bist doch normalerweise Maus- und Keyboard-Spieler, das ist richtig. Aber im heutigen Video werde ich mit Maus und Tastatur und mit Controller spielen. Ihr hört gerade, ich laufe ja auch gerade mit Controller rum. Einige von euch wissen natürlich auch, dass ich nichts mit dem Controller kann. Und um euch zu beweisen, Freunde, weil ich bin in Wirklichkeit Maus- und Keyboard-Spieler, also ich spiele in Wirklichkeit Maus- und Keyboard-Freunde, möchte ich auf jeden Fall heute im Video auch zeigen, wie das Ganze mit Controller funktioniert, damit ihr mir glauben könnt, dass das Ganze wirklich richtig krasse Vorteile bringt. Das sollte sogar wie ich, die richtig, richtig schlecht generell im Fortnite sind und dann mit Maus und Keyboard spielen, auf einmal dann richtig was Gutes können. Und dafür habe ich mir hier einfach diesen Edit-Parcours rausgesucht, Freunde. Er gilt als eines der härtesten Edit-Parcours und ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal hier zeigen, wie schnell ich editieren kann mit dem Controller, obwohl ich überhaupt gar kein Controller-Spieler bin. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier los, Leute, den Very Hard-Parcours. Ich lasse extra die Sounds an und wir probieren es jetzt einfach mal. Leute, ihr seht schon, wie schnell ich editiere. Und das Ganze könnt ihr, wie gesagt, auch machen, Freunde. Ich bin kein Controller-Spieler, ich bin auch wirklich nicht gut in Fortnite. Und mit Maus und Tastatur geht's auch. Mit Xbox-Controller spiele ich gerade mit einem ganz normalen PS4-Controller. Sogar auf dem Switch-Controller wird's funktionieren, Freunde. Jetzt haben wir hier gerade einen kleinen Wurm drin. Ich habe auch wirklich nicht so eine große Ausdauer am Controller, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Den Very Hard-Parcours, Freunde. Wir schauen uns mal kurz die Zeit an. Okay, Freunde, die Zeit, die wir gebraucht haben, sind 30 Sekunden, was auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Arbeit ist. Leute wie Mongral und so brauchen für so ein Parcours 20 Sekunden, die sind absolut krass. Und wie gesagt, vorhin liegt das Ganze nicht daran, dass ich ein extrem guter Spieler bin oder ein extrem talentierter Editor oder geübter Editor. Nein, Freunde, ich bin wirklich auch neu auf Controller und bin trotzdem so schnell durch diese Einstellungen. Jetzt zeige ich euch auf jeden Fall direkt mal die Einstellung, wie ihr schneller editieren könnt im Fortnite, beziehungsweise das ist nicht nur für Edit-Parcours gedacht, sondern auch um wirklich clean zu spielen. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal auf Maus und Keyboard, dass das Ganze auch funktioniert. Und auch für die Maus- und Keyboard-Spiele habe ich hier auf jeden Fall was mega cooles. Ich spiele auch gerade auf Maus- und Keyboard, Freunde. Ich bin, wie gesagt, kein aktiver Fortnite-Spieler. Ich habe jetzt über ein Jahr lang kein aktives Fortnite mehr gespielt und schon davor auch wirklich nicht so gut gewesen. Und durch diese ganzen Sachen kann ich auf jeden Fall auch mit wirklich guten Spielern mithalten, Freunde. Ihr merkt schon, ich editiere super, super schnell, obwohl ich wirklich kein guter Spieler bin. Und wie gesagt, kommen wir jetzt zu den Einstellungen. So, Freunde, kommen wir zu den Einstellungen. Die meisten Einstellungen kann wirklich jeder machen, egal ob Konsole oder PC. Aber als erstes kommen wir zu den Einstellungen, die dauern 5 Sekunden für PC. Bei den Grafikeinstellungen würde ich dir empfehlen, dass du alles auf niedrig spielst, bis auf die Betrachtungsdistanz und die 3D-Auflösung. Durch die Betrachtungsdistanz fühlt sich das Ganze ein bisschen dynamischer an und das Spiel läuft irgendwie auch schneller. Fortgeschrittene Grafikeinstellungen habe ich diese hier. Du kannst natürlich auch den Performance-Mode anmachen, falls dir das besser gefällt. Jetzt kommen wir zu den wichtigsten Einstellungen, die auch auf Konsole und auf PC sind. Wenn ihr auf jeden Fall in den Einstellungen geht und das noch nicht gemacht habt, denn es ist Standard alles hier auf an, dann wählt ihr hier alles auf aus, Freunde. Die Wiederholungen, desto mehr Wiederholungen aus sind, desto mehr FPS werdet ihr haben und desto flüssiger läuft das Ganze. Falls ihr auf PC spielt, könnt ihr natürlich noch die Nvidia Highlights ausmachen. Das würde ich nämlich allen empfehlen, die auch wirklich viel FPS haben wollen und nicht nach jedem Kill einen kurzen Lag haben wollen. Außerdem, Freunde, gibt es hier noch in diesem Bereich einen geheimen Trick, falls ihr die Wände unsichtbar machen, wollt. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Ende und überspringt nichts, da ihr ansonsten etwas verpassen könnt und das Ganze mit den unsichtbaren Wänden nicht bei euch funktioniert. Hier beim HUD könnt ihr alles so lassen, wie es ist, Freunde. Falls ihr irgendwie noch irgendwelche Tipps habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ihr könnt, würde ich auf jeden Fall euch empfehlen. Es ist bei manchen an, warum auch immer, Verbindungsstatistik würde ich auf jeden Fall ausmachen. Es sind einfach kleine Dinge, die das Spiel vielleicht zum Ruckeln bringen in ungünstigen Situationen wie beim Editen. So, Freunde, hier bei der Empfindlichkeit müsst ihr auf jeden Fall Controller-Eingabe ignorieren, beziehungsweise das hier auf Ignorieren machen oder Fixieren aus. Denn falls ihr im Editieren seid und aus Versehen nach das andere Gerät drankommt, falls ihr zum Beispiel auf PC mit Maus und Tastatur spielt und dann am Controller drankommt, hättet ihr ein kleines Problem. Auf jeden Fall stellt das aus, dann habt ihr auch weniger Input-Delay auf dem Gerät, womit ihr zockt. So, Freunde, bei den Controller-Einstellungen haben wir auf jeden Fall ziemlich wichtige Sachen. Haltezeit für Bearbeitung, wie immer, solltet ihr natürlich haben auf 0,1 Sekunden. Vibration würde ich natürlich auch ausstellen. So, Freunde, wir gehen jetzt hier nach unten, bis wir zur Controller-Todzone kommen. Dort wählt ihr beides auf 11, damit euer Stick nicht einfach wegdriftet. Und beim Eingabeverfahren, beim Umsehen unbedingt auf Linear und 100%, Freunde. Das Ganze ist ziemlich krass. Die wichtigste Einstellung allerdings, Freunde, ist hier bei den Controller. Und ich weiß nicht, warum.
viele E-Sportler, beziehungsweise vielleicht ist es euch auch gefallen, dass viele E-Sportler weder auf ein Xbox One noch PlayStation System, Kampfsteuerung oder sonstige Einstellungen angesehen sind, sondern Freunde, alle spielen hier auf Standard. Dieser Vorteil-Controller bzw. Vorteil-Eingabegerät hat den niedrigsten Delay. Hier könnt ihr eure Einstellungen dann auf angepasst übertragen, falls ihr sie nicht habt, und dann werdet ihr auf jeden Fall gar kein Input-Delay mehr haben im Vergleich zu vorher. Es macht einen riesigen Unterschied, Freunde, das ist der wichtigste Trick, also stellt hier nicht auf Xbox One, falls ihr einen Xbox-Controller habt oder PlayStation-Controller auf PlayStation, sondern egal was ihr habt, auf Standard. Das waren auf jeden Fall die Einstellungen, Freunde, damit euer Gameplay viel flüssiger beim Editieren ist. Mir hat es persönlich mehr geholfen und ich kann seitdem richtig gut auch Ingame editieren und bin richtig schnell geworden, obwohl ich kein guter Fortnite-Spieler bin. Und so sieht das Ganze aus bei mir. Und wie du so editieren kannst in normalen Battles, also nicht nur um zu flexen, sondern auch wirklich in normalen Battles viel schneller im Editieren wirst. Okay, Freunde, kommen wir jetzt zum coolsten. Und zwar für die Leute, die schon immer einmal den Boden unsichtbar machen wollten in Fortnite, aber nicht die schnellsten Editors sind, wie Mongral beispielsweise, gibt es eine geheime Einstellung in Fortnite, von denen wirklich niemand weiß. Und im heutigen Video möchte ich dir erklären, wie man damit editiert, Freunde, und den Boden unsichtbar macht. Und ich glaube, die meisten Leute von euch interessiert das Ganze aus. Wir werden jetzt gemeinsam erstmal mit der Einstellung diesen Boden unsichtbar machen und danach zeige ich euch die Einstellung. Überspringt nichts, Freunde, ansonsten verpasst ihr vielleicht den Trick. Okay, Freunde, wir fangen jetzt an und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann lasst jetzt unbedingt ein Abo da und drückt auf den Like-Button, Freunde. Das Video ist wirklich sehr, sehr krass gewesen aufzunehmen, Freunde, und die ganzen Informationen zu sammeln. Und ich glaube, es wird auch einigen von euch helfen, auf jeden Fall sich extrem zu verbessern. Okay, Freunde, ich glaube, wir haben es gleich. Okay, let's go. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, Freunde. Ihr seht, der Boden ist unsichtbar und das ist auch gar kein Scherz, Freunde. Wir können hier einen Boden bauen und der Boden ist wirklich unsichtbar. Ihr seht das Ganze schon. Wenn wir das Ganze jetzt hier wegmachen, der Boden bricht ab und hier ist auf jeden Fall jetzt ein unsichtbarer Boden. Und das ist wirklich sehr, sehr krass, denn das Ganze funktioniert natürlich auch auf Controller und allen anderen, weil die Settings da gleich sind. Denn es ist eine geheime Einstellung in Fortnite, mit der ihr so editieren könnt, Freunde. Und für die Leute, die auf jeden Fall auf Controller spielen, das Ganze, ich glaube, ich werde euch sofort die Einstellung zeigen, aber ihr seht es hier nochmal, mit Controller kann ich genauso schnell editieren, Freunde. Es ist wirklich nicht, weil ich ein guter Spieler bin oder so, sondern einfach wegen dieser Einstellung. Und ich meine, viele Leute sollten jetzt von dieser Einstellung wissen. Ihr seht schon, Freunde, es ist nicht schwer. Öffnet die Einstellungen und geht als allererstes hier auf das Zahnrädchen. Das ist das Wichtigste, denn ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Natürlich ist dieser Trick nicht dafür unbedingt gedacht, damit im Public zu zocken, aber mit diesem Trick könnt ihr wirklich jede Wand unsichtbar machen, falls ihr damit mal ein bisschen flexen wollt. Und zwar geht ihr als erstes, und das ist die wichtigste Einstellung, auf Bearbeitung beim Loslassen bestätigen, macht ihr unbedingt auf an. Das heißt, Edit on Release, ihr wisst Bescheid. Nun geht ihr auf Controller, Freunde, wählt hier natürlich Standard aus, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr Standard ausgewählt habt, dann geht ihr hier auf Bearbeiten bzw. auf B oder Kreis, tut ihr dann Bearbeiten. Dann geht ihr hier oben rüber zur Steuerung Bearbeiten und geht ihr auf Dreieck oder Y und macht dort auf Bestätigen. Wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, Freunde, speichert ihr das Ganze ab, so wie ich es jetzt getan habe. Und nun müsst ihr nur noch Kreis bzw. die Taste auf Xbox drücken, die bei Kreis ist, also die rechte Taste. R2, also RT und loslassen. Kreis, R2, loslassen. Kreis, R2, loslassen. Kreis, R2, loslassen. Und das machen wir jetzt mal ganz schnell, Freunde. Und ihr seht schon, Freunde, so kann man so schnell editieren. Wir können nochmal versuchen, die Wand jetzt unsichtbar zu machen, Freunde. Aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal hinkriege jetzt mit dem Controller. Und wir haben es hinbekommen, let's go. Also wirklich, ich bin nicht der Beste, aber mit diesen Einstellungen kriegt wirklich jeder, mit egal welchem Controller oder mit egal welcher Tastatur, einen Boden unsichtbar. Falls euch das Video gefallen hat und ihr das Ganze cool findet, dann schickt das Video unbedingt bitte an euren Freunden, denn positives Karma kommt immer, Freunde. Und falls euch das Ganze gefallen hat, dann drückt doch bitte auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, denn wir sind fast vor den 260.000 Abonnenten, Freunde. Es wäre ein Traum von mir, diese auf jeden Fall noch in diesem Monat zu schaffen. Außerdem kommen jetzt hier aktive Videos jeden bis jeden zweiten Tag auf meinen Kanal, Freunde, auf meinen Kanal Avis. Und deswegen würde es mich mega freuen, wenn du ein Teil der Community wärst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hau da rein und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen.